So Freunde, willkommen zu Teil 4 unserer kleinen Einsteiger-Guide-Reihe und jetzt geht es natürlich darum, das Spiel auch mal richtig zu spielen und das heißt, wir gehen jetzt ins Spiel auch wirklich rein. Ne? Wir haben es uns erstmal angeguckt, wie kriegt man das Spiel mit Gamepack und blablabla, haben dann ein bisschen im Arena-Commander geübt, das Fliegen und das Kämpfen und ich denke, jetzt kann man auf jeden Fall hier getrost an eurer Stelle zumindest hier reingehen und in das Stanton-System einloggen. Das geht so. Ihr werdet wahrscheinlich nochmal gefragt nach einer Charakter-Creation, aber das ist im Grunde genommen egal. Das wird sowieso resettet und ihr könnt es jederzeit wieder ändern, euren Charakter. Also da würde ich jetzt nicht so viel Wert drauf legen. Könnt ihr natürlich aber machen. Also das ist im Endeffekt keine große Sache, aber ist sicherlich auch ganz interessant. So, wenn ihr euch das mal ins Spiel einloggt, werdet ihr auf Port Odisar, so wie ich es hier auch, rauskommen. Und im Bett aufwachen. Wir drücken einmal auf die W-Taste, dann steigen wir hier aus dem Bett aus und stehen unserem winzig kleinen lustigen Kapuff. So, genau. Steuerung, wie gesagt, mit Maustastatur ist relativ Standard, also jetzt nichts Außergewöhnliches. Mit der F-Taste können wir hier unsere Maus bewegen und Dinge anklicken, zum Beispiel können wir die Tür öffnen. Zack. Und dann auch da rausgehen. So. Das ist auch schon der erste wichtige Part, also aus dem Kapuff rausgehen und dann seid ihr hier auf der Raumstation und könnt euch hier einmal umsehen. In dieser Abteilung hier oben, in diesem Deck, gibt es nicht viel zu sehen, da sind nur die Herbs quasi, also die ganzen Wohnquartiere. Das Beste ist, ihr geht einmal eine Etage runter ins Deck Nummer 1, also hier ins Erdgeschoss sozusagen. Und dann gibt es jetzt hier in der Mitte den großen Kartenraum, wo ihr auch in der Mitte eure Schiffe spawnen könnt. Gucken wir uns gleich an. Dann haben wir hier Administration Office. Hier habt ihr die Möglichkeiten, dann später Fracht, die ihr irgendwo gekauft habt, zu verkaufen. Oder auch Erze, die ihr gekauft habt, zu verkaufen und so weiter. Also das geht hier an diesen Displays. Und wir haben auch noch Geschäfte. Wir gucken uns mal ganz kurz die Geschäfte einmal an. Wir haben hier Casabar, da könnt ihr euch Klamotten kaufen für Männlein und Weiblein. Und ihr habt auch in jedem Geschäft einmal so ein Display, je nachdem welches Geschäft das ist. Und da könnt ihr noch ein bisschen mehr Kram kaufen und auch besser kaufen. Also ich würde das immer hier rüber kaufen. Und dann habt ihr auch hier direkt eine Anprobe, wie das Ganze aussieht. Mal an so einem weißen Charakter. Mützen, was ihr halt auch immer haben wollt, ne? So, ihr könnt auch Sachen anprobieren, das geht hier bei den Klamotten, also das könnt ihr euch mal in Ruhe angucken, mache ich jetzt nicht, das ist jetzt nichts besonders Spannendes, aber dass ihr das wisst und kennt. So, dann haben wir solche Automaten, die sind später relevant, wenn ihr Quests habt, dann ist es so eine Art, ja, DHL-Packstation gewissermaßen. Da könnt ihr Sachen holen oder Sachen abladen, kommen wir dann später auch nochmal zu, wenn es um das Thema Questen geht. So, hier kann man übrigens auch rausgucken. Also guckt euch auf jeden Fall mal ordentlich um, genießt die Grafik und die schöne Aussicht. Könnt euch auch hinsetzen, also könnt auch diverse Objekte benutzen und so weiter. Dann gibt es die Möglichkeit, hier im Dumpers Depot reinzugehen. Hier könnt ihr Schiffskomponenten kaufen, also beispielsweise hier, weiß gar nicht, was ist das hier, eine Energiequelle, eine andere. Und dann gibt es auch normalerweise, hier, was haben wir hier, Pin, Castra, mal anklicken. Was ist denn das eigentlich? Ein Schildgenerator. Genau, also könnt ihr euch hier euer Schiff umequippen. Hier gibt es, glaube ich, das ist ein Kühler oder sowas. Bin mir gar nicht sicher. Könnt ihr euch einfach nur angucken. Und ein Quantum Drive. Also gibt es auch verschiedene. Ihr müsst also nicht mit den Standardsachen rumrennen, sondern könnt euch da bessere Sachen holen fürs Raumschiff. So. Dann gibt es auf der anderen Seite, wir gehen jetzt hier mal durch, gibt es nochmal Möglichkeiten, euch selbst als Charakter zu equippen. Nämlich einmal Waffen und einmal Rüstung. Das ist hier rechts, da gibt es Rüstungen bei Garage Defense. Da könnt ihr euch verschiedene Rüstungen kaufen. Die haben unterschiedliche Stats, also was die Panzerung angeht. Denkt dran, je schwerer etwas gepanzert ist, desto mehr eure Ausdauer wird verbraucht. Das seht ihr hier. Gewissermaßen die Ausdauer ist euer Herzschlag. Also der geht bis 150 hoch und dann ist vorbei. Ja? Und je schwerer ihr seid, also je mehr Waffen und schwere Rüstung habt, desto schneller geht das auch hoch. So, hier gibt es noch mehr. Könnt ihr euch hier noch am Display kaufen. Huch. Und könnt euch entsprechend eine ordentliche Rüstung zusammenstellen. Das ist alles modular, also Kopf, Brust, Hände, Beine, Unter, also hier, wie heißt das, Raumanzug, Stiefel, könnt euch alles zusammenstellen. So, und dann geht's hier bei, wer ist der Laden hier, Live Fire Weapons, da könnt ihr euch alle möglichen Arten von Waffen kaufen, also Pistolen, Gewehre, SMGs, Scharfschütze, also Sniper, ihr könnt euch auch die Munition kaufen für die Waffen, ihr könnt euch Granaten kaufen und ganz, ganz wichtig, Medipens
und Oxypens. Die sind benutzbare Gegenstände zum Heilen oder zum Luft wiederherstellen. Die Luft ist hier unten übrigens dieser weiße Balken. Ja. Die lädt sich aber automatisch auf, wenn ihr euch in eurem Raumanzug in irgendeinem Bereich befindet, wo es auch Luft gibt. Also auf dem Planeten, im Raumschiff oder wo auch immer. So. Ihr könnt auch hier am Display kaufen, da geht es ein bisschen angenehmer und da gibt es auch nochmal mehr Auswahl. Genau, das wäre der Part. Also das wäre Punkt Equippen. Könnt ihr hier euch mal in Ruhe umsehen und erstmal ein bisschen was kaufen. Ihr habt ja 6000 Startgeld, wenn ihr den Referral-Code von mir benutzt habt. Da ist das ja gar nicht das Problem. Da könnt ihr euch schon mal das erste bisschen Zeug kaufen. Aber übertreibt es nicht. Ne? So, dann könnt ihr euch euer Schiff spawnen. Das machen wir jetzt auch mal hier direkt. Ich spawn mir jetzt, ihr habt natürlich dann nur eine Auswahl. Ich habe hier ein bisschen mehr, aber es ist auch egal. Wir spawnen uns jetzt mal die Avenger. Stalker nehme ich jetzt einfach mal, es ist nicht so wichtig. Bei euch wäre es die Avenger Titan oder die Aurora oder was auch immer. Dann sagt er euch hier, C02, das ist das, ja, das Landepad. Und das ist auch recht leicht zu finden, weil ihr habt dann hier so einen Marker. Da seht ihr schon, ah, irgendwo in die Richtung. Und Port Odessa ist in alle Richtungen begehbar. Das heißt, es ist egal, wo ihr rausgeht und ihr habt oben Schilder. Ne? C, also Port Odessa hat A, B, C und D als Plattform. Wir sind jetzt hier auf C und drüben auf der anderen Seite, man sieht es, also ich kann es euch jetzt hier nicht zeigen, sage ich dann draußen, ist dann D und dann haben wir noch A und B auf der entgegengesetzten Seite. So, aber die sind immer in sich abgeschlossen. So, und hier geht es jetzt nach C00 bis C04. Das heißt, hier gehen wir raus und hier ist es eine Schleuse. Achtet darauf, dass ihr einen Helm aufhabt. Ganz, ganz wichtig, ihr spawnt auch mit Helm, also da keine Sorge, aber wenn ihr den mal absetzt oder so, dann wieder aufsetzen vorher. Also hier gehe ich jetzt rein, einfach anklicken, dann stellt ihr hier den Druck quasi her und dann können wir hier nochmal draufklicken und dann geht's raus ins All. So, so 10.00 bis 10.02, aha, wir haben natürlich die 10.02, also gehen wir hier raus, einfach hier langlaufen, können auch die anderen Plattformen besuchen und ein bisschen umsehen. Und hier sind auch andere Spieler, also wir sind jetzt hier in der Online-Welt natürlich, also im MMO. Angekommen und es sind gerade 45 Leute auf dem Server online. Maximal sind aktuell 50 immer pro Server. So, und da steht unser Raumschiff. Wir können jetzt hinten reingehen durch die Heckluke. Mache ich jetzt aber nicht. Könnt ihr aber natürlich aber jederzeit machen. Oder wir gehen einfach hier an der Seite rein. In dem Fall gibt es da, müsst ihr mal mit F gedrückt halten. Da seht ihr mal, ah, hier ist so gelb, bis näher ran, da wird es orange. Und dann könnt ihr ja sagen, Enter Ship. Mache ich jetzt auch mal. Das sieht dann so aus. Und dann sitzen wir im Raumschiff. So, ich stelle mir mal ganz kurz wieder die Sicht ein von außen. Ich mag es immer so ein bisschen weiter rausgezoomt. Und jetzt müssen wir das Schiff erstmal aktivieren. Das ist neu, das mussten wir bisher ja noch nicht machen im Arena Commander. Im normalen Spiel müsste das Schiff aber aktivieren. Ich hatte es ja versucht zu zeigen, da kamen aber die Tooltips nicht, aber hier müssten sie eigentlich gehen. Genau, hier haben wir jetzt verschiedene Knöpfe. Flight Ready Power On, Ejection, Engine On, Open Pilot Canopy, Open Exterior, Unlocken und so weiter. Also verschiedene Möglichkeiten. Das Wichtigste ist erstmal Flight Ready. Das drückt man an. Und dann startet das Schiff. Das dauert einen Moment. Hier seht ihr, die Energie geht hoch. Ja, hier sieht das auch nochmal. Und die Schilde gehen langsam hoch. Und so weiter. So. Und dann heben wir einfach mit der Leertaste ab. Und sind auch schon quasi am Fliegen. Und jetzt ist es eben genauso wie auch im Arena Commander, das heißt, ihr könnt es ganz normal, wie ihr das schon geübt habt, rumfliegen, vielleicht noch das Fahrwerk vorher einfahren und dann könnt ihr einfach hier ein bisschen Gas geben, mit dem Mausrad ganz normal steuern, also das ist genau gleich und könnt euch mal die Raumstation ganz genüsslich angucken. Nochmal ganz kurz, also das war jetzt hier, glaube ich, C, ne? Die Plattform. Genau, das ist C, da gegenüber ist dann die Plattform D, dann haben wir dort A und B. Also falls ihr euch mal mit Freunden trefft, müsst ihr immer auf diese Buchstaben achten. Ja? So, aber das ist auch kein Problem und ja, jetzt seid ihr hier quasi frei, ihr könnt völlig frei hinfliegen, wohin ihr möchtet, das ist überhaupt gar kein Thema. Wichtig ist es, was ebenfalls neu ist gegenüber dem Arena Commander, wir haben jetzt den Quantum Drive, denn natürlich ist es fast unmöglich, jetzt zum Beispiel da hinten ist ein Mond, das ist der Mond Jela, da können wir jetzt hinfliegen, aber da jetzt so hinzufliegen würde ein bisschen lange dauern. Deswegen drücken wir auf die B-Taste und mit der B-Taste können wir jetzt sehr, sehr schnell herausfinden, wo wir über hinkommen. Also wir haben jetzt hier die ganzen Punkte, da können wir drüber hovern mit der Maus, aha, hier geht's nach Jela, da geht's zu einem Com-Array, mhm. Gibt's hier noch so, ein bisschen rumgucken, da ist noch was, Daymar, das ist ein anderer Mond. Also nochmal Com-Array. So,
und so weiter und so fort. Also mit diesem auf die Taste B drücken können wir überall hinfliegen, was in der Nähe ist. Und in der Nähe heißt quasi innerhalb des Planetensystems, also der Planet mit seinen Monden. Und in dem Fall ist es der Crusader-Planet, ne, mit seinen Monden. Jetzt gibt es aber noch ein paar mehr Planeten, die können wir jetzt aber so nicht anspringen. Ich drücke mal auf B und schalte den Quantum Drive wieder aus, dann gehen die ganzen Punkte auch wieder weg. Ne? Und zeige jetzt die Variante 2. Ihr habt nämlich noch ein Mobi-Glas. Das ist im Prinzip hier am Armband, diese kleine Uhr. Die kann man jetzt ja allerdings gar nicht sehen. Ist egal. Ich drücke mal auf F1. Und da habt ihr jetzt hier ein, ja, so eine Art Menü. Da könnt ihr jetzt hier eure Freundeslisten durchgehen. Hier könnt ihr euer Schiff umequippen zum Beispiel. Aber nur, wenn ihr nicht gerade drin sitzt. Ne? Da könnt ihr jetzt hier zum Beispiel sagen, okay, ich wechsle jetzt hier zum Beispiel die Waffen aus oder so. Ne? Klickt ihr hier an und... Das wird es halt hier jetzt nicht gehen, weil hier ist Read-Only, ich sitze da gerade drin, aber bei einem anderen Schiff zum Beispiel kann ich sagen, die Saber Raven zum Beispiel, da, ne, jetzt kann ich eine andere Waffe einfach auswählen. So, das geht hier auch, dann habt ihr hier euer Equipment, da könnt ihr euch hier anziehen, also Clothing, dann das ist nicht die Unterwäsche, das ist der Raumanzug quasi, also der unten drunter ist. Oben drüber ist dann hier die Panzerung, die Armor, ne? Waffen könnt ihr euch equippen, alles ganz normal. Auch hier die Magazine mit anlegen und Utility, sowas wie ein Medipen oder Oxygen-Pen und so weiter. Das geht hier also auch. Dann haben wir die Star Map. So, die würde ich euch immer empfehlen, doppelt rechtsklicken. Dann seht ihr das gesamte Sternensystem von Stanton in dem Fall. Und dann könnt ihr mit der rechten Maustaste hier einfach zweidimensional durchgehen oder mit der linken dreidimensional das Ding auch drehen. Ist sehr, sehr einfach zu steuern. Mit dem Mausrad könnt ihr dann rein- oder rauszoomen. Und wir sind jetzt quasi hier. Also ich kann jetzt hier oben drauf drücken auf dieses GPS-Symbol, Klick. Und dann kommt der quasi, also geht er quasi dahin, wo ich gerade bin. Das ist noch ein bisschen schlecht gelöst. Ihr seht, das ist alles schwarz und ich... weiß ja gar nichts. Deswegen dann einfach ein bisschen rauszoomen und dann seht ihr, aha, ihr seid hier bei Crusader, hier ist Port Odessa, hier ist Yela. Okay, das ist mein Sternsystem, also mein Planetensystem, wo ich gerade bin. So, und jetzt, wie gesagt, wenn ich jetzt normal B gedrückt habe, ohne die Map, kann ich alles anspringen, kein Problem. Wenn ich jetzt woanders hin will, dann muss ich weiter raus scrollen. Und dann kriege ich hier den Rest. Also dann kann ich hier Daemar, Crusader L5, das sind so Raumstationen hier überall, die ganzen Positionen. Oder hier runter nach A-Corp kann ich fliegen. Oder auch zum Stanton-Stern kann ich irgendwann mal fliegen. Pipapo. Oder auch in Asteroidengürtel. Also das ist dann völlig flexibel, ne? Frei begehbar. Und dann klickt ihr einfach zum Beispiel Daemar, klickt einfach an, sagt Z-Route. Und dann sagt er euch, wir haben aktuell so und so viel Fuel. Also das ist euer Treibstoff, euer Quantum-Treibstoff. Und wir brauchen so und so viel. Das liegt daran, ich bin gerade hergeflogen von A-Corp, deswegen ist der fast leer. Ihr könnt auch die Clear-Route machen, dann ist es wieder weg. Also da könnt ihr hier im Prinzip anjumpen, was ihr wollt, solange ihr genug Treibstoff habt. Den müsst ihr übrigens immer mal dann wieder nachtanken, geht bei jeder Raumstation. Zeige ich euch auch gleich noch. So, ich gehe noch kurz noch den Rest hier durch. Wir haben noch ein Journal. Das ist für einige Quests wichtig und ein paar Tipps stehen hier auch drin. Dann haben wir Lifeworks AR. Da geht hier allerdings gerade nichts. Dann haben wir hier den Vehicle Maintenance Service. Das ist, wenn wir an der Raumstation sind, können wir darüber reparieren, Munition auffüllen oder unseren Treibstoff auffüllen. Und wir haben unser Quest-Interface. So, und da gucken wir uns mal ganz kurz an, was wir jetzt hier haben. Die Quests sind immer fürs Planetensystem. Es gibt ein paar Ausnahmen, die führen euch auch mal ein bisschen weiter weg, aber die meisten Quests sind immer innerhalb des Planetensystems. So, hier zum Beispiel müsst ihr lesen. Machen wir jetzt mal, ja, Delivery Quest, Complete Delivery Order zum Beispiel hier. So, I need someone with access, es ist halt alles auf Englisch, aber es ist relativ einfach zu verstehen trotzdem. Also der möchte jemanden, der von Kovalex Gando Station fliegt und eine Box nach Port Odessa bringt. So, das können wir jetzt machen, dafür bekommen wir 800 Attacken und wir haben eine halbe Stunde Zeit oder 22 Minuten. Nehmen wir mal an, wir wollen jetzt diese Quest machen, denn das ist ja sozusagen das Erste, was ihr macht. Ihr sucht euch eine Quest aus und beginnt einfach mal zu spielen. Einfach mal drauf losspielen, vielleicht nicht unbedingt kämpfen, aber so eine Delivery-Mission geht eigentlich immer. So, akzeptieren wir mal die Quest und dann sagt er uns jetzt hier, aha, geht zur Kovalex-Station Gundo. So, dann machen wir dann mit F1 das Mobi-Glas wieder aus und wir haben jetzt hier einen Questmarker. Also wir sehen jetzt genau, wo wir hin sollen. Dort ist unser Ziel und da können wir jetzt auch gleich hinfliegen. Dieses Ziel ist jetzt zum Glück relativ nah. Das ist nicht bei Daemar. Und das ist eine, Kovalex, kleiner Spoiler, ist eine kaputte alte Raumstation. Ne? Und die
trudelt um Daymar. So, jetzt drücke ich mal auf B. Und dann kommt eventuell dieses, ja, dieser kleine Fehler hier vor. Das dürfte eigentlich nicht sein. So. Um diesen Fehler zu umgehen, müssen wir jetzt also nochmal zurück in die Star-Map. Also normalerweise können wir jetzt direkt Daymar anspringen. Klappt jetzt nicht. Wenn ihr das merkt, kein Problem. Nochmal auf B drücken. Da ist das alles wieder weg. Star-Map öffnen. Und jetzt können wir hier einfach mit Doppelklick das Crusader-System anklicken. Und sehen, aha, da ist unser Questpunkt. Klicken Daymar an. Set Route. So, das wäre das eine. Wir können aber auch Daymar doppelt anklicken. Und dann sehen wir, aha, wir sollen gar nicht wirklich nach Daymar, sondern wir sollen ja eigentlich zur Kovalex. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, ob wir das hier finden. Genau, hier ist die Kovalex. Es sieht ein bisschen schwierig, muss ein bisschen gucken. Diese Raumstation, die können wir auch direkt anspringen. Ne? Und dann kriegt man hier eine Route, die automatisch vom Schiffskomputer berechnet wird. Also erstmal nach Daymar, dann nach OM2, zeige ich euch gleich, was es ist, und dann zum Kovalex. Okay, drücke ich nun wieder F1. Und jetzt habe ich den Kurs normalerweise gesetzt, genau. Ich kann da jetzt noch nicht springen, ich muss es nochmal auf B drücken. Und jetzt geht der Quantum Drive an. Na, jetzt müssen wir quasi warten, bis der voll aufgeladen ist. Und dann halten wir die B-Taste kurz gedrückt, bis er anspringt. So. Und dann springen wir quasi automatisch auf direkten Wege nach Daymar. Das ruckelt manchmal so ein bisschen, aber ja. Bei kleinen Schiffen ist es so, je länger die Distanzen sind, desto länger dauert das. Bei großen Schiffen hält sich dann wieder in Grenzen. Bei so einem Schiff wie diesem hier seid ihr lange unterwegs, wenn ihr zum anderen Planeten wollt. Aber wenn ihr innerhalb des Planetensystems bleibt, geht das alles relativ schnell. Und guckt euch dieses wunderschöne Sonnenuntergangspanorama an. Ist das nicht fantastisch? So, jetzt sind wir quasi beim Mond Daymar. Und jetzt haben wir hier die Quest, aha, zur Kovalex. Jetzt sagt er, jetzt ist es so, die Kovalex ist jetzt hinter dem Mond. Und weil er das wusste, der Bordcomputer, sagt er uns, springen wir zum OM-Punkt. Die OM-Punkte sind so fixe Punkte, die um die Monde und Planeten rum sind, dass man um die Monde quasi rumspringen kann. Weil es würde das recht lange dauern, da normal durchzufliegen, also drumherum zu fliegen, weil diese Teile sind halt echt riesengroß. Wir werden auch gleich mal auf dem Mond landen, gemeinsam, dass ihr es auch mal gesehen habt. Sieht schon cool aus. So. Und jetzt können wir hier theoretisch zur Kovalex springen. Das machen wir jetzt aber allerdings nicht. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wir drehen jetzt mal rum und landen mal auf dem Mond. Hier ist er. So, wir können jetzt hier beliebig landen irgendwo. Wir können einfach landen, wo wir wollen. Es gibt ja keine Landeanimation oder irgendwas. Ich gehe mal ein bisschen vom Speed hoch. Und wir machen mal eine kleine Mondlandung mit unserem neuen Raumschiff. Denn das will doch jeder, der das Spiel sich neu holt, sehen. Natürlich auf einem Mond oder auf einem Planeten zu landen. Wir könnten das jetzt beschleunigen, ich mache es jetzt absichtlich mal nicht. Wir haben ja Zeit, ist ja ein kleiner Guide und ich will euch zeigen, dass es auch so geht. Ihr könntet jetzt, wenn ihr jetzt kein anderes Ziel hättet, also wir wollen ja nachher nochmal hoch zur Kovalex, ne? Wenn wir das jetzt hier löschen würden, könnten wir auf B drücken und dann würden wir von diesem Mond verschiedene Stationen angezeigt bekommen. Zeige ich euch dann gleich nochmal. Beziehungsweise, ich kann es euch, ich zeige es euch doch mal gleich. Wir klären mal die Route und drücken mal auf B. So, und jetzt haben wir hier verschiedene Punkte angezeigt, wo wir hinjumpen können, zum Beispiel hier. Dunlaw Ridge Aid Shelter haben wir da. Oder Arcorp Mining Area. Da gibt es also verschiedene Dinge, die ihr mal auschecken könnt. Ich will euch da jetzt gar nichts zeigen. Vielleicht ist wirklich, sind wirklich Leute dabei, die das Spiel noch gar nicht gesehen haben. Bountiful Harvest, Hydroponics, Coolere Ohre. Also verschiedene Posten. Das sind alles so kleine Außenposten, wo ihr landen könnt. Aber wie gesagt, ihr müsst dort nicht hin. Wir machen jetzt mal Folgendes. Wir landen einfach ganz normal. Ihr könnt diese Punkte anspringen, so wie ihr gerade auch nach Daymar gesprungen seid. Und dann seid ihr quasi sofort ein bisschen näher dran. Mache ich jetzt wie gesagt nicht. Wir landen jetzt hier mal so. Das geht auch wunderbar. Und dauert auch nicht ewig. Kann man sich mal gönnen. Die Monde drehen sich um sich selbst, das heißt, die haben Tag- und Nachtwechsel. Wetter gibt es bisher noch keins, das kommt aber auch noch später rein, je nachdem, was es halt für einen Mond oder für einen Planet ist. Aber ihr könnt theoretisch auf einem Mond euch ja, platzieren und dann habt ihr dort Tag- und Nachtwechsel. Ich weiß es gar nicht, die drehen sich alle unterschiedlich schnell, glaube ich, aber das könnt ihr alles beobachten. So, und ihr seht hier, wir haben keinen Loading-Screen, keine Landeanimation oder irgendeinen Übergang, sondern wir haben einen quasi einen Live-Übergang zum Mond. Wir können einfach runterfliegen und landen, wo wir möchten. Auch im Dreck, auch im Krater, völlig irrelevant. Können wir machen, wie wir möchten. Ne? So,
So, müssen nur ein bisschen aufpassen. Wir haben jetzt hier auch eine Höhenanzeige. Die alte oben links, seht ihr das, ne? In meinem Interface, also hier. Und da sehen wir jetzt, wie wir die Höhe haben. Also ungefähr 10.000 Meter. Ne? Also da ein bisschen vom Gas runtergehen, dass wir nicht so schnell abstürzen. Und wir landen jetzt einfach mal. Das ist so ein Wüstenmond. Mit ein bisschen Vegetation, aber ganz, ganz wenig. Nur so ein paar Gräser. Und ja. In der Alpha 3.7 werden sich dann auf Daimar noch Höhlen befinden. Vermutlich. Und da könnt ihr euch das Ganze mal angucken. Und da alles ein bisschen erforschen. Wir haben auch noch andere Dinge. Wir haben Pflanzen, die wir ernten können auf Monden und Planeten in der Alpha 3.7. Und wir können natürlich auch Erze abbauen. Entweder zu Fuß oder mit einem Mining-Schiff. So, ja, jetzt bin ich ja quasi an der Oberfläche. Ihr seht, hier ist es wirklich heiß. Hier seht ihr auch, dass die Hitze richtig aufsteigt von dem Mond. Ich drücke mal auf C. Und dann fahre ich das Fahrwerk aus und jetzt kann ich hier einfach landen. So wie wir das vorhin auch schon im Arena-Commander hatten. Zack. Und dann stehe ich halt hier. Und dann kann ich auch einfach aussteigen. Ich will es mal ganz kurz zeigen. Kann ich hier aussteigen. Es ist irgendwie... Daimar erinnert immer so ein bisschen an Tatooine. Es sind auch Geräusche. Also hier ist windig draußen. Sandwinde quasi. Und okay, hier ist es gerade keine Vegetation. Aber es gibt an einigen Stellen auf Daimar gibt es Vegetation. Da sind so ein paar Pflänzchen, die da wachsen. Die man dann bestimmt auch in der 3.7 ernten kann. So, also es hat wirklich so eine richtige Wüste hier. Ja, hinten, da wabbelt das auch so hoch, also genießt das mal, guckt euch das alles mal in Ruhe an, erforscht ein bisschen den Kram. Und es gibt auch auf jedem Mond und Planeten Verstecke, die nicht eingezeichnet sind. Das heißt, es sind Punkte, solche Drogenlabore oder Schrottplatz oder andere Sachen, wo es Schwarzmarktware gibt, die recht viel Geld bringen kann. Und die sind aber nicht eingezeichnet, also die könnt ihr nicht anspringen, die müsst ihr suchen oder halt, ja, googeln, je nachdem. So, ich hebe es hier wieder ab. Ich denke, das reicht erstmal so als Eindruck. Jetzt fliegen wir zur Kovalex. Die war ja da hinten. Mal Gas geben. Eigentlich alles relativ simpel. Wenn ihr nicht, also ich sag mal, solange ihr nicht kämpfen müsst, ist die Steuerung wirklich easy, easy peasy. Gar kein Problem. Und auch, da könnt ihr euch hier wunderbar auch vertraut machen. Ich würde halt nur, wie gesagt, empfehlen, die Grundlagensteuerung so ein bisschen im Arena-Commander zu testen, weil es ist so, wenn ihr hier euer Schiff kaputt macht, dann könnt ihr nicht wie im Arena-Commander sofort respawnen, sondern ihr müsst das Schiff claimen am Display. So wie ihr spawnt, da gibt es einen Punkt Claim und da hat dann einfach einen bestimmten Cooldown. Je größer das Schiff, desto länger ist der Cooldown. So. Ich würde sagen, wir springen mal direkt zu Kovalex aus der Atmosphäre heraus zur Station. Zeige ich euch das auch nochmal ganz kurz. So, da ist die Raumstation. Oh, wir sind ein bisschen zu schnell. Bremsen. So, genau. Hier müssen wir jetzt hin. Hier können wir jetzt nicht landen. Das ist wieder eine alte Station. Eine kaputte, wie ihr seht. Hier sind diverse Schäden dran. Und ich steige jetzt einfach mal aus. Da nochmal ein kleiner Hinweis. Es gibt ja hier nicht nur den Punkt Power Off, es gibt auch noch den Punkt Engine Off. Bei solchen Sachen würde ich immer empfehlen, wir wollen hier nur ganz kurz rein und ein Päckchen holen, macht nur die Engine off. Ne? Das Schiff ist dann quasi trotzdem abgeschlossen, aber die Schilde sind noch an. Das ist immer ganz hilfreich. Und dann können wir hier mit der Maus nach oben gehen und sagen Exit Zero G. Wir können aber auch hier nach hinten gehen und sagen Exit Seat. Dann steigen wir nach hinten aus. Ich mache es mal Zero G, das muss auch mal sehen. Das sieht dann so aus. Hui! So, das ist natürlich ein bisschen animiert, damit es ordentlich funktioniert. Und dann fliegen wir einfach mal hier rein. Wir haben einen Raumanzug an, ne? Wir können also im Weltall rumfliegen mit unserem Raumanzug. Der hat unbegrenzten Treibstoff, also keine Sorge, dass wir irgendwo stecken bleiben. So, und jetzt aktualisiert sich die Quest. Aha. Locate Ham Carol's Package. So, ist hier schon markiert. Manche Sachen werden nicht markiert, die müsst ihr dann selber suchen. Andere Sachen werden markiert. Und ihr seht, hier fliegen so kleine Boxen rum. Die leuchten auch. Und das sind Frachtboxen. Die könnt ihr jetzt, die haben nichts mit der Quest zu tun. Dieses ist hier zum Beispiel leer, aber es gibt auch ein paar volle normalerweise. Mal ein bisschen rumsuchen. Ihr findet überall in der Welt Frachtboxen. Bei alten Frachtschiffen, die angeschossen wurden oder ähnliches. Oder hier, gut, wie gesagt, hier ist es alles leer. Bisschen Pech gerade. Aber
Was ihr machen könnt, ist, ihr könnt die einfach aufsammeln. Sag ich euch mal an dem Paket hier, was wir sowieso holen sollen. Und könnt die... Hier, das da zum Beispiel. Weiß jetzt nicht, was das hier ist. Das ist, glaube ich, irgendeine Medizinbox. Da können Medikamente drin sein. Die können wir jetzt hier theoretisch carry, also ne, Linksklick drauf machen und mitnehmen. Und können das dann später verkaufen. Ja. Jetzt verschiedene Sachen. In der Alpha 3.7 werden noch weitere Dinge aufsammelbar sein. Irgendwelche Module oder irgendwelche Teile. Werden wir alles dann in 3.7 sehen, beziehungsweise guckt euch dann die 3.7-Videos einfach mal an. Ich nehme jetzt hier das Quest-Paket mit, weil ich will es ja auch nicht übertreiben. So, jetzt haben wir es in der Hand. Na, seht ihr ja. Und jetzt nehmen wir das quasi ins Raumschiff mit. Na, also ihr seht, das ist auch das ganze Quest-System. Komplett ist alles sehr, sehr haptisch. Also wirklich wie im Real Life fast schon. Wir können auch nichts anderes nehmen. Wir haben dann in der 3.7 noch ein persönliches Inventar. Da können wir dann so kleinere Sachen wie Pflanzen, Erze oder kleine Module oder irgendwas, was wir finden, auch einstecken. Aber das ist auch physisch begrenzt. Also wir haben keine unbegrenzten Inventargrößen. So, nun ist die Frage, wie kriege ich jetzt dieses Paket hier in mein Schiff rein? Und die Antwort lautet, ich öffne hinten die Ladeluke. Bei euch, wenn ihr jetzt die Avenger Titan habt, habt ihr natürlich mehr Platz als ich. Ich habe jetzt hier diese Zellen. So, hier müsst ihr ein bisschen geradeaus vorsichtig reinfliegen. Dann dockt er sich manchmal... muss er vorsichtig sein. Ist mein Paket weg. Wo ist es hin? Ach, da. Also ihr müsst immer so ein bisschen vorsichtig sein. Das ist noch ein bisschen verbuggt, dieses ins Schiff rein und rausgehen. So, das Paket neu aufnehmen. Es bietet sich eigentlich immer an, das bei Schiffen zu machen, die so wie hier auch eine Luke haben, aber es klappt nicht immer. Also ich gebe euch keine Garantie, dass das immer easy klappt. Ich versuche es nochmal. Also ich fliege jetzt immer ein bisschen brachialer rein. Einfach mal so mitten durch. So. Jetzt hat es funktioniert. Und jetzt kann ich das Ding hier einfach platzieren. Also Place drücken und einfach hier irgendwo, wo es euch anzeigt, da so hin. Zack. Und dann steht es fest und sicher. So, Türe zu. Und jetzt sagt er hier, Deliver Crate to Port Olisar. Also wir müssen jetzt wieder zurück, da wo wir gerade hergekommen sind. Machen wir noch fix. So. Und jetzt können wir nicht, wir können jetzt nicht fliegen, ne? Weil wir haben ja die Engines, also die Triebwerke ausgemacht. Die müssen wir erstmal wieder anmachen. Zack. So, und dann können wir auch nochmal wieder fliegen. Dieses wunderschöne Panorama an. Ist das nicht fantastisch? Wunderbar. So, okay, nach Port Olisar. Das ist jetzt wirklich ganz, ganz simpel. B drücken und gucken, ob es geht. Aha, geht nicht. Dann wieder F2 drücken. Huch. Oder, also ihr könnt F1 drücken und dann hier unten auf die Star Map gehen. Oder drückt einfach F2, das ist direkt die Star Map. Ne? So, jetzt sind wir hier wieder bei Daymar. Müssen ein bisschen rausscrollen. Und dann Port Olisar anspringen. Zack. Ne, können wir ein bisschen weiter reinzoomen, dann sieht man es hier noch ein bisschen besser. Nur halt nicht zu weit, dann wird es irgendwann unsichtbar. So, und dann haben wir hier Port Olisar, 0,5 Fuel, okay. So, B drücken und dann geht's auch schon los. Ist ein bisschen fummelig mit dem Quantum Drive, aber das funktioniert eigentlich relativ gut. Ne? B nochmal gedrückt halten, dann jumpen wir direkt hin. Geht auch wirklich fix hier. So. Und dann machen wir das Ganze noch komplett. Einfach nur, weil wir es können. Wir fliegen jetzt also nach Port Olisar zurück und holen uns eine Landeerlaubnis. Das geht folgendermaßen. Entweder Variante 1. Ihr geht ins Display. Schaltet hier mit der mittleren Maustaste rein. Drückt auf Menü. Dann auf Comms. Und habt hier Port Olisar Landing Service und drückt hier auf das WLAN-Symbol, dann kriegt ihr eine Landeerlaubnis. Variante 2 sage ich nur dazu, weil es manchmal auf diesem Wege nicht so gut funktioniert. Ihr drückt F1, dann hier unten auf das Com-Link-Menü und dann auf Contacts. Da habt ihr auch Port Olisar und könnt hier über diesen Button ebenfalls Landeerlaubnis holen. Ne? Die beiden Varianten gibt es dazu. Jetzt hat es hier bei meinem Fall funktioniert. Ich hole mein Fahrwerk raus. Und wir landen ganz gemütlich, automatisch, machen Autoland, dass wir hier keinen Fehler machen und nicht explodieren. Ja, einfach reinfliegen in den Bereich, wie im Arena Commander auch. Aber ein bisschen langsamer. So. Immer ein bisschen vom Speed runtergehen.
So. Und dann N gedrückt halten. Zack. Und dann macht er automatisch die Landung. Zack. So, jetzt drücke ich auf Z. Beziehungsweise wir können auch mal Power Off machen. Jetzt brauchen wir ja das Schiff erstmal nicht mehr, ne? Power Off. Machen wir alles aus. Drücken wir auf Z. Denn wir müssen ja jetzt das Paket noch hinten rausholen. So. Das nehmen wir einfach unter den Arm. Und schaffen das dorthin, wo es hin soll. Also dahin, okay. Carry. Dann machen wir hier noch die Luke auf. Open Door. Und laufen. So, da müsst ihr halt mal ein bisschen gucken. Je nachdem, wo ihr halt gerade seid, müsst ihr eventuell nochmal dann zur anderen Seite rüberfliegen. Aber ich glaube, in meinem Fall klappt es ganz gut. So, da ist die Tür. Das eigene, also Porto de Saar ist total symmetrisch und total modular aufgebaut. Also da könnt ihr euch auch eigentlich nicht verlaufen. Das ist sehr, sehr selbsterklärend alles. Ne? Ihr seht es ja auch, es ist relativ simpel. So, und dann geben wir nur noch das Päckchen ab. Mal gucken, wie das funktioniert hier bei der Quest. Genau, hier. Also beim Paketautomaten. Und da wollen wir jetzt einen Drop-Off machen. Ne? Wir wollen was abgeben. Klicken wir einfach nur an. Und dann guckt er, ah, gibt es die Quest überhaupt? Ja, ja, ja. Meistens klappt es auch. Und dann müssen wir es hier reinlegen. Also einfach Place. Zack. Und warten. Und dann müsste die Quest auch schon erledigt sein. Genau. Objective complete, delivered to Porto de Saar. Und dann kriegen wir gleich unsere Belohnung. Contract complete, genau. Also Quest abgeschlossen heißt es auf Deutsch. Und dann gibt's Kohle. Awarded 805 Alpha UEC. So, und von dem Geld können wir uns jetzt wieder neue Sachen kaufen. Und noch ein paar kleine Hinweise jetzt zum Abschluss, weil ich will das jetzt hier nicht übertreiben. Ihr sollt euch das wirklich selber nochmal in Ruhe dann angucken im Spiel. Ich denke, ihr habt das so gesehen, wie das Ganze grob funktioniert. Es gibt verschiedenste Missionen, Kampfmissionen, es gibt Transportmissionen, es gibt auch Escortmissionen. Es gibt auch eine richtige Questline, wo ihr also für Auftraggeber, die ihr auf den Stationen findet, Aufträge annehmen könnt. Es gibt Missionen, die nur gehen, wenn ihr bestimmten Piraten Crime Stat habt. Also wenn ihr Leute abschießt, bekommt ihr Crime Stat. Ja? Dazu habe ich aber schon viele Sachen auch schon in den Let's Plays gezeigt. Wenn ihr da was wissen wollt oder so, einfach mal die, ja, einfach nur die Folgen gucken. Das kommt eh immer wieder mal vor. Was ich euch noch Wichtiges mitteilen möchte, ist wegen dem Quests machen. Also das Wichtigste ist, dass ihr halt Dinge einsammelt. Generell, wenn ihr unterwegs seid, gerade in der 3.7 mit eurem Handgerät dann. Und dass ihr euch entsprechend bei den Quests auch mal was mitnehmt zwischendurch irgendwo. Ihr könnt ja auch Sachen einladen ins Schiff. Das will ich jetzt hier gar nicht noch großartig zeigen. Das geht dann schon viel zu weit und das könnt ihr auch selber entdecken oder eben in den Let's Play-Folgen sehen. Aber ihr könnt das Geld nicht nur ausgeben, um Items zu kaufen für euer Schiff oder für euren Charakter, sondern ihr könnt euch auch alle möglichen Schiffe und Fahrzeuge, also auch Bodenfahrzeuge, Motorräder, also Flugmotorräder und so weiter, in-game erspielen. Das heißt, ihr könnt von dem Geld, was ihr euch hier erspielt, diese Schiffe auch einfach kaufen und dann ausprobieren. Leider wird das immer wieder dann resettet, aber irgendwann auch nicht mehr und im fertigen Spiel sowieso, dann habt ihr die dann dauerhaft, ne? Und ihr könnt dann auch in der 3.7, sofern es dann ordentlich kommt, auch Schiffe ausleihen für eine gewisse Zeit. Das sehen wir dann alles. Guckt euch einfach die Videos an, wenn euch das noch genauer interessiert oder wenn ihr noch andere Fragen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Gebt auf jeden Fall mal ein Like für die Reihe und ja, gebt mir auch gerne Feedback, wie euch diese kleine Einsteiger-Guide-Reihe gefallen hat und ob ich da vielleicht noch weitere Sachen diesbezüglich machen soll oder ob ihr sagt, das Let's Play passt schon so. Da kriegt man ja eigentlich die meisten Sachen auch raus, denke ich. Naja, könnt ihr mir gerne mal Feedback geben. Ich verabschiede mich. Wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei Star Citizen. Denkt auf jeden Fall dran, den Referral-Code mit einzugeben, wenn ihr euch einen Account erstellt. Ganz, ganz wichtig. Der ist unten in der Beschreibung. Beziehungsweise, wenn ihr meinen Link benutzt, dann ist der auch automatisch mit hinterlegt. Jo, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video und viel Spaß. Ciao. Last time I asked, I was down on my knees. The last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wished there would rain.
'Cause the sun go down.